Tschüss, Mewtwo! Die guten Zeiten sind vorbei! Weg! Und wenn ihr das eigentlich überhaupt gar nicht kennt... Ach, Scheiße, Mann, ist doch wieder mal... Wenn ihr das eigentlich gar nicht kennt, dann schreibt es mal in die Kommentare, von wem das ist, mit dem Mewtwo! Wer so redet, wer so betont, der so eine nervende, knäckende Stimme hat. Ich habe auf jeden Fall gedacht, es wäre eine gute Idee. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen will. Ich glaube, ich melde mich gleich zurück. Es regnet nämlich auf einmal. Ich muss jetzt schnell noch zu dem blöden Raid rennen. Dann erkläre ich euch schon wieder, wieso ich schon wieder komplett durch den Wind bin. So, juhu! So, das wird vielleicht das Intro. Es ist 8 Uhr, ich kann nicht mehr. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Da gibst du wieder mal alles und jetzt sitzt sie hier. Guckt euch das mal an. Ich bin umgeben von Bänken. Ich weiß gar nicht, wie ich hier reingekommen bin, dass ich hier so umgeben bin von Bänken an diesem super genialen Spot. Und es regnet. Die ganze Zeit sind Leute vorbeigelaufen, die alle da drüben in das Gebäude reinströmen und dachten, was macht der denn da schon wieder? Und ich weiß es selber nicht so genau. Wir wollen einen Community Raid machen, denn wir sind hier mit einer neuen Folge Pokémon Go. Ich sitze hier, ich huste, ich habe mir was untergelegt, keine Sorge, meinem After geht's gut. Ich will mal ganz kurz in den Community Tab euch zeigen. Ist jetzt ein bisschen durcheinander. Ich bin guter Dinge, dass ab nächste Woche alles wieder normal und geregelt abläuft. Ich habe nämlich einen Community Raid gepostet mit Viridium. Ich habe die Konda gepostet von Viridium. 100er Wert ist 1727 und 2159. Das habe ich alles heute gemacht, warum auch immer. Und dann haben wir drei Leute, die wir einladen sollen. Müssen wir uns jetzt mal merken hier. Creeper, Borki und Jinaya. Das heißt, wir gehen einfach mal kurz auf den Raid, gehen da mal rein. Creeper, Borki und Jinaya. Natürlich haben wir wieder kein Team gemacht vor Ort, weil ich dafür einfach absolut keine Zeit hatte. Creeper, Borki und Jinaya. So, das sind drei Stück hier, die wir einladen. Das ist ja super gut. Die anderen schmeißen wir auch hier rein und was ist das für ein Chaos, was ist das für ein Hin und Her? Ich kann nicht mehr. Jetzt hast du gefühlt deine Krankheitsphase, die heftigen Tage und das heftige Brutale irgendwie ein bisschen überwunden. Wirklich zwei, drei Tage lang bettlägerig dagehangen, durchgefiebert, gemacht, alles hin und her. Jetzt werden die Nächte angenehmer. Du bist immer noch ausgesperrt sozusagen, die Nächte werden angenehmer. Plötzlich ist der Geschmack aber komplett weg. Wahrscheinlich war es jetzt doch vom Muttertier da mit Corona-mäßig irgendwas, aber ist ja nach ein paar Tagen ist das ja nicht mehr ansteckend, aber dieser Geschmacksverlust, der kann ja anhalten so für zwei Wochen oder bei manchen auch für immer. Die haben dann einfach nie wieder Geschmack. Das ist das Beste. So, jetzt habe ich mich gestern rausgetraut zum McDonald's. Jetzt habe ich gedacht, gestern ist ja nichts, weil man Jendik sagt, jeden Donnerstag ist Raid-Boss-Wechsel. Was war letzten Donnerstag? Nix. Tut uns leid, wir müssen nochmal klarstellen, der Raid-Boss-Wechsel ist Freitag, ja? Da kam Genesekt erst am Freitag. Perfekt. Was ist jetzt? Gestern? Du denkst, okay, aber Viridium kommt Donnerstag. Nee, kommen die Berichte aus Neuseeland. Warte mal.
Da ist doch gar kein Viridium, also ist wahrscheinlich auch wieder Freitag. Denkt sich der Ramses, okay, brauchst du dir gar keinen Kopf machen. Gestern hast das Thema Viridium abgehakt, machst du das Freitag. So. Donnerstagnachmittag, alle, hey, Viridium ist ja doch da. Hängst du wieder da, leckt mich doch am Arsch, Viridium. Und das ist so ein blödes Hin und Her von Niantic jedes Mal und alles. Setzen da was an und sagen, an dem Termin, an dem Termin, an dem Termin. Ich mache da die Infovideos dazu. Ich sag zu euch noch hier, macht's wie ich, schreibt's euch auf. Wenn ich Infovideo mache, sage ich eh immer alle Daten dazu. Dann schreibt's euch halt in den Kalender, ich mach's auch so. Dann klotze ich in meinen blöden Kalender rein. Dann sage ich großfräsig, heute ist Raid-Boss-Wechsel. Und dann ist einfach keiner, weil Niantic einfach einen Tag später macht. Beim nächsten Mal hängst du wieder da, Raid-Boss-Wechsel. Und alle sagen, nee, es ist immer noch das. Und du denkst, ja gut, ich lasse es einfach sein, okay. Ja, heute Freitag habe ich absolut eigentlich keine Zeit, war auch nicht eingeplant. Denkst du dir, ist eine gute Idee, frühst den ersten, den du siehst, gleich zu machen? Du musst ja jetzt nicht auf um 10 auf den Wechsel warten, weil es ist ja nun schon seit gestern da. Hockst also da, rennst raus, siehst plötzlich, verdammt, es regnet doch. Stapfst schon wieder durch den Regen, genau das war der Grund, wieso du letztens krank warst. Jetzt musst du schon wieder dahin, bist total unvorbereitet. Jetzt hast du hier wieder deine ganze Mannschaft mitgenommen. Funktioniert nicht. Ja, machst dich schnurkrank. Niantic ist schuld, dass du kaputt bist. Nein, ich bist du selber schuld, aber ihr wisst ja gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Dass ich, wenn ich weiß, da ist Raid-Boss-Wechsel, dass ich an dem Tag, wo Raid-Boss-Wechsel ist, auch mein Raid-Boss-Video machen möchte. Das ist ja ganz normal. Also man will ja zuverlässig sein, man will liefern, die Leute sollen sich auf einen verlassen können. Niantic macht dir da immer einen Strich durch die Rechnung und nimmt dir einfach deine Zuverlässigkeit und das ist was, was mich halt dann nervt. Ich denke, zuverlässig ist einfach das Wichtigste. Das Wichtigste hat sich hier bei den 100er Wert gemerkt. Kann ich mal ganz kurz zeigen. Ich habe nämlich hier jetzt, da ist hier die Mannschaft verteilt, 21:30, 20:96, 21:18. Der fette Große, der hier sitzt, der wird jetzt erstmal shiny. Ne, mal gucken, was es ist. Und es ist ein Nix. 21:13. Naja gut, der zweitschlechteste aus der Runde. Können wir aber mal fangen. Was gut ist, ich habe eine Aufgabe bei dem Level-Up bekommen, oder fürs nächste Level-Up, dass ich 50 einfach fabelhafte Würfe machen soll. Ich glaube, Viridium bietet sich da richtig gut an, 50 einfach fabelhafte Würfe zu machen. Ich muss nur die Entfernung mal abchecken. Der Kreis ist extrem groß, er ist so groß, der geht fast kaum größer. Also, ich glaube, das muss aber nicht so klein sein hier. Ich weiß nicht, an was man das jetzt abmisst. Ah, er greift, er greift, er hüpft und greift, er wurschtelt rum, er macht irgendwas. Da werfen wir da rein, das ist schon einfach fabelhaft, so groß, das wäre bei anderen erstmal großartig. Da können wir jetzt also einfach immer reinwerfen. Ich glaube aber, das war sogar schon der 50. einfach fabelhafte Wurf. So, jetzt opferst du dich auf, dann siehst du den Raid, dann rennst du dahin zu dem Raid, dann denkst du dir, ah, der ist ja nur noch ein paar Minuten, da musst du ja noch schnell noch hinlaufen, dann musst du ja noch ein Intro filmen, du musst ja noch was mit runternehmen, du musst ja auch noch anziehen. Da wolltest du auch Viertel, nee, ist nix, zu knapp, mach's jetzt, jetzt ist das Ding auch noch drin, ihr seht, so mache ich momentan Videos, ohne Sinn und Verstand, einfach nur, es war mal besser, ja, es war mal besser, man hatte mal Zeit gehabt, da ist der Pokédex-Eintrag, jetzt muss ich das mal hier noch hochhalten, damit man im Thumbnail gar nicht sieht, wie bescheuert das schon wieder alles ist. 12, 15, 12. So viel kann ich noch erkennen. Das heißt, es ist eigentlich ganz gut, aber der Rest ist eigentlich auch wie... Wieso ist denn der jetzt hier weg? Hab ich aus Versehen aufs Handy gekommen oder was? Dann rennst du hier hin, dann siehst du, es ist schon wieder alles vollgestellt, überall Leute, es regnet, du kannst dich nirgendwo hinsetzen, du rennst, pirscht um das Gebäude rum, sagst, wo soll ich denn die Kamera jetzt hin? Und keine Ahnung. Wo soll ich dich... Wo setz ich denn hin? Keine Ahnung. Dann findest du den Platz und setzt dich hier rein und wie so ein... Ich weiß die ganze Zeit hin und her, aber keine Ahnung. Ja, das bin ich, ne? Ladies and Gentlemen, das bin ich. Was heute noch so ansteht? Freitag ist Hannes-Tag. Das heißt, heute gibt es so eine schöne Premiere mit Hannes. Das rettet wenigstens meinen Tag und alles andere. Leider hat mir Heiko
das Ticket geschenkt. Deswegen guck mal, mein. Wo ist er denn? Hier. Mein Buddy heißt schon wieder FVN 2018 AMK, weil mir der Heiko das Ticket geschenkt hat für den Raid Day mit Knackrack. Ich hatte eigentlich Hoffnung, dass mir niemand das Ticket schenkt, weil ich eigentlich gar keine Zeit dafür habe. Also ich müsste ja mit Sandra und mit Jonas dann in den Park und entweder mit dem Auto von Arena zu Arena fahren oder spazieren gehen, aber das Wetter ist immer zu scheiße. Und Jonas hat die ganze Zeit Fieber gehabt, ich habe die ganze Zeit Fieber gehabt. Besser, wir würden gar nichts machen, aber ich will ja was machen. Und da habe ich gedacht, diese, vielleicht kurz mal einen Spaziergang, wenn es vielleicht gerade nicht regnet und die 5 Pässe machen, einfach mal in der frischen Luft sein, das passt. Jetzt hast du nochmal 8 zusätzliche Pässe. Ich habe keine Ahnung, ob ich die überhaupt wegkriegen kann oder irgendwas. Also wenn nicht, dann muss ich sie mir halt, keine Ahnung. Ja, ansonsten, das war mein Rumgeheule von heute. Ich hab keinen Faden. Ich habe nicht mal einen Faden für das Video. Wenn ihr einen Faden habt, schreibt's mal rein. Und demnächst geht's vielleicht wieder geordneter, gesitteter und besser zur Sache, wenn dann irgendwann mal der ganze Trubel weg ist und das Wetter besser ist. Ich weiß auch nicht, ob ich einen Stream machen soll am Samstag oder immer zur Kamera raus und aufnehmen und Kamera rein aufnehmen. Das ist ja wieder nur zusätzlich, also jeder würde jetzt sagen, mach nichts, schlaf und dann ruhe dich aus. Montag geht's dann weiter. Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr Ahnung habt, schreibt es mal rein. Bis ihr das gesehen habt, ist die Ahnung wahrscheinlich schon verflogen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.